Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Ätzen von rostigem Stahl. Das ist nicht ganz ungefährlich, deswegen werde ich später auch nochmal Warnhinweise einblenden. Zudem möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass es ziemlich sicher zum Verlust der Herstellergarantie führt. Also bevor jemand etwas aus diesem Video nachmacht, sollte er vorher gründlich abwägen. Auch ich habe hier auf eigenes Risiko gehandelt. Ich wusste nicht, was da passiert. Wie gesagt, bitte vorher gut informieren und unbedingt die Sicherheitshinweise beachten. Wie anfangs erwähnt, geht es um das Ätzen von rostigem Stahl, speziell Griffmaterial und Klingen. Wer also glänzenden und hochglanzpolierten Stahl mag, muss während dieses Videos ganz stark bleiben. Wie ihr wisst, mag ich Klingenstähle mit einem hohen Kohlenstoffgehalt sehr gerne, zum Beispiel der C90, der bei Opinel und Mora seine Verwendung findet, oder hier der C75 vom Otter Mercator. Diese Stahlsorten lassen sich wunderbar brünieren mit Essig, Senf, Kaffee etc. Da gibt es ja schon etliche Videos. Ich mag einfach diesen dunklen Look, diese Patina, die da entsteht. Und ja, deswegen habe ich mir sowas Ähnliches aus aktuellem Anlass auch für rostigen Stahl gewünscht. Da geht das eben leider nicht ganz so einfach. Neulich hat dann aber der Chris vom Kanal NightOwl79 ein Video gezeigt, in dem er ein Mora Bushcraft Forest in die Kamera hielt. Das hat den 12C27 Sandvik Stahl, also ein rostiger Stahl. Ja, und die Klinge seines Messers sah irgendwie brüniert aus. Vielleicht ein bisschen gräulicher, aber ja, ebenso ähnlich wie brüniert. Wir haben uns dann ausgetauscht. Kurz darauf hat er noch ein Video rausgebracht. Da ging es dann explizit um das Ätzen von rostigem Stahl. Das verlinke ich euch mal hier. Übrigens, schaut mal vorbei beim Chris. Der Chris und ich gehen jetzt diesen YouTube-Weg schon ein Weilchen zusammen und ist immer wieder ein angenehmer Austausch. Der findet mittlerweile auch privat über E-Mail statt. Von meiner Seite auf jeden Fall eine klare Abo-Empfehlung. Da ist für jeden was dabei. Gut, wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall auch mal eine Klinge ätzen, beziehungsweise in dem Fall sogar auch einen Griff. Das wollte ich mal ausprobieren, weil, naja, ich habe einfach so ein bisschen mein Problem mit diesem Hochglanzstahl. Überall Fingerabdrücke, das nervt einfach. Der Wunderstoff, der diese Ätzung bewirkt, ist Sulfaminsäure. Und ich wurde dann in einem Drogeriemarkt fündig. Das ist hier Enkalka. Das sind zwei so kleine Tütchen mit jeweils 15 Gramm und die kosten unter 60 Cent. Diese insgesamt 30 Gramm reichen dann für mindestens vier Anwendungen. Also man würde wahrscheinlich auch fünf oder sechs Anwendungen damit irgendwie hinbekommen. Ja, ich habe erstmal getestet und zwar an einem Messer, das mir von einem Zuschauer zugesendet wurde. Die Marke weiß ich jetzt gar nicht. Das ist irgendwas aus China. Nicht schlecht. Ich finde es halt ziemlich genial. Es ist sehr flach, aber es glänzt halt auch. Und naja, da dachte ich mir, das ist ein idealer Testkandidat. Ja, danach hat es nicht mehr geglänzt, hat mir schon mal ganz gut gefallen. Ich finde auch für das erste Mal ist es ganz gut geworden. Die Klinge ist jetzt hier nicht ganz gleichmäßig, aber da kann ich ja nochmal nacharbeiten. Dann habe ich noch meinen EDC-Spartan von Victorinox. Das wurde auch nicht perfekt, aber es passt zum Look des Messers. Auch hier war ich dann insgesamt zufrieden. Und dann noch eine Klinge vom K-Bar Dosia. Und die ist genau so geworden, wie ich es wollte. Ja, der Daumenpin hat leider nicht drauf reagiert. Den habe ich abgeschraubt und mit reingeworfen, aber das hat nicht funktioniert. Das ist dann anscheinend irgendwie ein anderes Material. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde, diese dunkle Klinge sieht einfach besser aus als die vorher satinierte Klinge. Ja, und wie das Ganze jetzt funktioniert, möchte ich euch mal zeigen. Ja, würde sagen, bis gleich. Ich möchte euch das anhand des Böker Atlas Multi zeigen. Hier sind schon mal ein paar Bilder, wie es vorher mal aussah. Man sieht hier ein optisch sehr gelungenes Messer, eine tolle Linie, bewährtes Material. Wir haben den 12C27 Sandvik Stahl für die Klinge. Ich habe darüber auch ein Video gemacht. Innerhalb des Videos habe ich schon bemängelt, dass mir dieser spiegelpolierte Griff nicht gefällt. Ich wusste natürlich, worauf ich mich einlasse, aber heißt ja nicht, dass man es nicht ändern kann. Hier seht ihr dann, wie ich das Messer auseinanderlege. Also erstmal die Klingenachse mit der Stirnlochschraube öffnen. Die Achse dann vorsichtig rausdrücken. Hier kann man dann auch das Innenleben sehen. Viel gibt es da nicht zu sehen, aber ein Kompliment an Böker. Die Verarbeitung ist wirklich perfekt und ich möchte schon fast sagen, dass ich nicht dazu rate, dieses Messer auseinanderzulegen, weil man bekommt es wirklich sehr, sehr schwer wieder zusammen, wenn man nicht das richtige Werkzeug hat. Also ich habe es wieder zusammenbekommen. Ich habe sogar zwei davon zerlegt und ich muss sagen, es geht, aber es ist, ja, es ist knifflig.
Ich bin auch froh, dass ich Bilder gemacht habe. Das war eine Erleichterung für den Zusammenbau. Ja. Danach habe ich den Griff auf sein Säurebad vorbereitet, und zwar mit Glasreiniger und Küchenrolle. Der Griff muss absolut frei von Fett sein, also deswegen habe ich das dann vorsichtshalber auch nochmal in ein Ultraschallbad gelegt. Natürlich auch mit Handschuhen wieder rausgenommen. Wie gesagt, keine Fingerabdrücke, nichts. Das werdet ihr später dann sehen bei der Ätzung. Jetzt kommen auch schon die Warnhinweise, die ich vorhin erwähnt habe. Ihr solltet bitte unbedingt auf eine ausreichende Raumbelüftung achten. Es ist so, dass Sulfaminsäure schwere Haut- und Augenverletzungen verursachen kann. Und zudem werden die Schleimhäute gereizt. Deswegen wirklich bitte die Raumbelüftung beachten und unbedingt eine Schutzbrille tragen, natürlich auch Gummihandschuhe. Informiert euch vorher bitte ausreichend. Ich packe dazu noch mal einiges in die Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, es geht los. Ich habe das Wasser leicht erhitzt, also ca. 60-70 Grad sollte es schon haben. Dann ist die Reaktion besser. Danach habe ich die Hälfte des Beutelinhalts dieses Schnellentkalkers mit einem Löffel in einem Olivenglas verrührt. Das sind hier etwa 300 Milliliter Wasser. Man sieht bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Reaktion. Wie erwähnt, solltet ihr bitte unbedingt gut durchlüften, und wenn man die Möglichkeit hat, kann man das Ganze natürlich auch im Freien machen. Ja, es dauert in etwa 15 bis 20 Minuten. Die Bläschen werden mit der Zeit auch immer weniger. Ihr könnt immer mal nachkontrollieren. Die Sulfaminsäure greift hier die polierte Oberfläche an. Das ist eine starke saure Reaktion. Ich bin leider kein Chemiker. Ich habe echt da null Ahnung, muss ich offen so sagen. Ja, also ihr müsst euch dann nochmal selbst belesen. Ich habe einfach nur die Sicherheitshinweise beachtet und auf eigenes Risiko gehandelt. Hier sieht man jetzt, dass es fast schwarz ist, wenn man es rausnimmt. Das, ja, wird dann aber ein bisschen anders. Man muss es nämlich noch reinigen, und dazu sage ich dann gleich noch was. Ja, und so sieht das Ergebnis letztendlich aus. Der Glanz ist weg. Am Ende des Videos werde ich noch ein paar Bilder dranhängen. Dann könnt ihr es noch mal ein bisschen genauer sehen. Die Klinge, die Schere und auch den Clip habe ich von der Ätzung verschont gelassen. Ich wollte da einen Kontrast setzen. Und noch kurz zur Reinigung. Ich hatte ein sehr gleichmäßiges Ergebnis, das habt ihr ja gesehen. Das war mir dann aber schon wieder zu dunkel. Also habe ich mit Handschuhen, Brille, Zahnbürste und Spülmittel das Ganze wieder ein bisschen aufgehellt. Danach habe ich noch die Oberfläche des Griffes mit der rauen Oberfläche eines Schwammes bearbeitet. Jetzt habe ich hier so ein mattes Finish, also mir gefällt das wirklich gut. Was ich noch genau auf die gleiche Art gemacht habe, ist die Klinge des Böker Atlas Black zu ätzen. Ich lege die zwei Messer mal nebeneinander. Also das Ergebnis ist wirklich richtig gut geworden. Ich habe auch das Black zerlegt, die Klinge gesäubert, dann die Klinge geätzt, und ja, also absolut gleichmäßig. Mir gefällt es richtig gut. Das ist jetzt wirklich eine sehr günstige Variante, seine rostigen Klingen zu behandeln. Man muss allerdings die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, und natürlich muss man beachten, dass die Herstellergarantie wohl hinfällig ist. Dennoch insgesamt eine schöne Sache, kann man mal machen. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit, bis zum nächsten Mal.